Ganz herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie alle da sind bei dem Panel 3 Demokratie und inklusive Bildung, Umsetzung in der Schule. Und wir haben ganz viele spannende Leute aus Schule. Gleich stellen wir uns alle einmal vor. Mein Name ist Dr. Ina Döttinger. Ich leite die Evangelische Schulstiftung in der EKD und habe zur Verstärkung meine Kollegin Janne Neumann mitgebracht, die den Chat ein bisschen mit im Auge haben wird. Denn wenn Sie jetzt Fragen haben oder Dinge anmerken wollen, dann schreiben Sie das bitte einfach in den Chat und Frau Neumann und ich werden gucken, dass wir das aufnehmen. Und dann haben wir die Hauptpersonen, nämlich diejenigen, die Inklusion und Demokratie in Schule machen. Beides oder alle zwei Schulleiterinnen und zwei SchülerInnen. Ganz toll, dass ihr da seid. Es freut mich sehr, dass wir auch tatsächlich mal die Stimme aus Schule haben und nicht nur die, die Stimme aus Schulleitung. Das ist ja einfach nochmal was anderes. Beide Schulen, die wir da haben, nämlich die Schule an der Burgweide in Hamburg, Frau Seemann, und die Marikale Gesamtschule aus Bonn mit Sabine Kreuzer und mit den beiden Schülerinnen Ella Brunhöber und Karl Raut, sind Jakob-Muth-Preisträger und Schulpreisträger oder mindestens in den Top 20, das ist ja beim Deutschen Schulpreis auch schon eine Riesenleistung, und haben da ganz viel Erfahrung damit, was denn Demokratie und Inklusion so miteinander zu tun haben, wie das in Schule tatsächlich umgesetzt wird, wie das funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich in medias res. Der Bundesbehindertenbeauftragte, mit dem wir ja auch gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission und der Bertelsmann-Stiftung den Jakob-Muth-Preis gemacht haben, der sagt immer, Demokratie und Inklusion sind zwei Seiten derselben Medaille. Ich fange jetzt mal im Norden an, in Hamburg, Frau Seemann, bei Ihnen. Was ist Ihre Schule eigentlich? Was macht die so besonders? Ich verrate mal noch nichts. Und wie wird bei Ihnen das gelebt, dieses Demokratie und Inklusion als zwei Seiten derselben Medaille? Bitte schön. Ja, also herzlich willkommen auch von mir, Regine Seemann Schule an der Burgweide. Ja, wir sind ein Spezifika, eine sechsjährige Grundschule. Das gibt es in Hamburg tatsächlich nur viermal. Es gab eine Schulreform, die gescheitert ist, und wir haben damals einen Antrag auf Schulversuch gestellt und sind tatsächlich sechsjährige Grundschule geworden. Wir sind eine sogenannte Schwerpunktschule. Wer eben im Panel 2 war, der hat unseren Landesschulrat gehört, der erklärt hat, dass Schwerpunktschulen eben Schulen sind, die nehmen Kindern, also ganz Hamburg oder alle Schulen in Hamburg bis auf die Gymnasien, nehmen Kindern mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen, emotional, sozial und Sprache, weiß ich auf. Und wir haben aber als Schwerpunktschulen auch noch Kinder mit speziellen, sogenannten speziellen sonderpädagogischen Förderbedarfen, wie zum Beispiel geistige Entwicklung, Autismus, Hören und Sehen. Die sind an den Schwerpunktschulen. So. Wir sind auch deswegen besonders, weil wir eben eine Jahrgangsmischung haben. Wir sind jahrgangsübergreifend in den Stufen 1 bis 3 und 4 bis 6. Das heißt, wir haben also im Grunde genommen die Heterogenität ganz bewusst, die wir haben, nochmal vergrößert, indem wir neben den ganzen unterschiedlichen ethnischen Herkünften und eben auch Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen, Behinderungen, sonderpädagogischen Förderschwerpunkten eben auch noch die Altersmischung haben, ganz bewusst, weil wir eben glauben, dass das auch ganz, ganz doll zur Demokratiebildung beiträgt. Und wir veranstalten natürlich auch, wie viele, viele Schulen das auch machen, Klassenrat und auch Kinderkonferenz, und zwar wöchentlich mit Abgesandten aus den verschiedenen Lerngruppen. Und ich denke mal, bei uns ist es eben so, durch die Inklusion und auch durch das jahrgangsübergreifende Lernen, dass die Kinder durchaus ganz, ganz doll ein Bewusstsein für die verschiedenen Menschen unserer Gesellschaft haben. Und nur durch die Inklusion, eben durch das Kennenlernen aller Menschen, können sie eigentlich auch demokratisch handeln. Und das, glaube ich, lernen sie in Schulen wie den unseren ganz konkret. Dankeschön. Sabine, einmal aus Bonn.
Ja, herzlich willkommen. Guten Tag zusammen. Sabine Kreuzer, ich bin die Leiterin einer 2009 neu gegründeten Gesamtschule. Und wir arbeiten auch mit Jahrgangsmischung. Das sehe ich genau wie Sie, Frau Seemann, dass das ein Ticket ist, um Kinder zur Demokratie zu erziehen. Und wir haben früh uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wenn man Ja zu Unterricht sagen soll und Ja zur Schule, dann muss man auch mitwählen dürfen, was man macht. Ein Drittel unserer Unterrichtszeit ist Deutenzeit und Schüler wählen selbst für diesen Unterricht ihre Lehrer, ihren Raum, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und das Fach, an dem sie arbeiten. Rückblickend würde ich sagen, in der Gründung habe ich ganz schnell verstanden, dass wir es als Erwachsene gar nicht ohne die Kinder schaffen, diese Schule aufzubauen. Und mit dem Kinder einbinden oder Jugendliche einfach auch nach ihrer Meinung fragen, so oft wie es geht, habe ich einfach immer gute Erfahrungen gemacht. Wir sind immer weitergekommen. Also alle mitnehmen führt eben auch zu mehr Demokratie, weil es mehr Meinungsvielfalt gibt. Da ist jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir einmal auf die SchülerInnen selber gucken, Ella und Karl. Wie nehmt ihr das wahr? Ihr erlebt das ja an der Marikade. Dass ihr einerseits dieses Thema Unterschiedlichkeit sehen und damit umgehen lernt oder damit, ja, damit arbeitet im Grunde und andererseits auch das Gefühl habt, dass ihr tatsächlich mitbestimmt, mitgestaltet. Anfangen, oder? Ja, also wir sind halt auf dieser Schule, also entschuldigen Sie kurz, wir sind beide ein bisschen nervös, aber es geht schon. Ja, wir sind auf dieser Schule halt, ich bin halt seit der 5., wir sind beide seit der 5. Klasse auf der Schule, ich bin bereits in der Oberstufe und wir haben seit Beginn der Schule, Schulzeit, unserer Schulzeit sehr viel Veränderung mitbekommen. Das ist vor allem ins Positive, zur Inklusion. Und wir sehen, zumindest ich sehe immer im Vordergrund sehe ich immer die Inklusion unserer Schule. Zumindest habe ich das immer sehr, sehr dominant mitbekommen, da wir auch in letzter Zeit immer und immer mehr diese durch die Corona-Pandemie und alles mitbekommen haben, dass Leute ohne Tablets oder Leute, die weniger gut mit Technologie umgehen können, immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten mitzukommen. Und deswegen war es auch immer sehr wichtig, als Schülersprecherteam und halt in der Schülervertretung natürlich, das auch immer groß anzuprangern, dass eben jeder und jede mitkommt, auch nicht nur im Unterricht, sondern eben auch in der Sozialisierung. Und deswegen finde ich auch bei unserer Schule das Prinzip Deuten zum Beispiel sehr, sehr hilfreich für die Inklusion, dass man halt, dass halt aus allen Jahrgängen in verschiedenen Stunden halt alle zusammenarbeiten können, sich gegenseitig befragen können, verschiedene Lehrkräfte befragen können, sehr vorteilhaft. Ja. Könnt ihr da einmal, ihr habt eben erwähnt, Dalton, das ist ja bei euch eine ganz große Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von denen, die zuhören, noch gar nicht wissen, was das ist. Könnt ihr uns das einmal erklären, bitte? Ja, genau. Also wir haben ungefähr 7 Stunden die Woche Dalton. Das sind meist in der 2. oder in der 7. Stunde. An den Tagen haben wir Dalton-Stunden. Und in den jüngeren Jahrgangsstufen, zum Beispiel 5. und 6. Klasse, haben die für die, wenn sie auf die Schule kommen, erstmal im Klassenverband Unterricht, dass sie selber erstmal das Prinzip Dalton ein bisschen besser kennenlernen und noch nicht in die ganze Schule kommen, aber dann ab der 7. Klasse ungefähr, denke ich, kommen die dann in die ganze Schule und können dann ihre Dalton-Räume frei wählen. Und es gibt einen Plan von den Lehrern, die dann quasi jeder einen Raum hat zu bestimmten Stunden. Und dann kann man sich die Dalton-Räume selbst aussuchen, zu welchem Lehrer man geht, welches Unterrichtsfach man lernen möchte und auch mit welchem Mitschüler man gehen kann. Und so kann man kann man sich die Freiheit nehmen, so zu lernen, wie man es gerade möchte. Und dann gibt es bestimmte Dalton-Pläne, bis wann man welches Fach wie zu tun hat. Und ja, die Aufgaben sind halt immer bis zu bestimmten Stunden und dann sollte man sie fertig haben. Und ja.
Super, danke schön. Da kam jetzt noch mal eine Frage, was genau das Dalton ist. Du hast jetzt sehr schön erklärt, wie das bei euch praktisch funktioniert. Sabina Kreuzer, noch einmal sozusagen ein bisschen den Hintergrund. Was ist Dalton und wie trägt das zur Inklusion und zur Demokratie vielleicht auch bei? Also Dalton ist kurz gesagt Montessori-Pädagogik für Pubertierende. Also es setzt auf Eigenverantwortung, aber es gibt mit dem Plan einen engeren Rahmen vor, in dem man sich bewegen soll. Also man wartet nicht so ganz auf das innere Interesse, das lässt ja mit dem Alter auch nach. Ich glaube, das hat ganz viel mit Demokratie zu tun aus meiner Sicht. Man sagt ja in der Inklusion immer, Kind in den Mittelpunkt stellen. Das finde ich absolut richtig und wichtig. Für mich war aber auch eine Erkenntnis, Kindern eine Stimme geben und Kindern sagen, dass sie eine Stimme haben und sie das auch spüren lassen. Und Kinder lernen das aus meiner Sicht am besten, wenn sie Entscheidungen treffen können. Und das tun sie in Dalton, darum hat das für mich ganz viel mit Demokratie zu tun, zuerst mal in ihrem Bereich. Sie planen eben ihren Unterricht, ihre Ausbildung. Sie werden auch Bestimmer darüber, wo sie Schwerpunkte setzen. Sie erkennen die Wirkungen und die Folgen und im Positiven wie im Negativen. Sie sehen, was passiert, wenn sie es nicht ernst nehmen. Sie sehen, was passiert, wenn sie was besonders gut machen. Und wenn ich erfahre, dass ich gestalten kann, mein Leben, dann ist das ein ganz kurzer Schritt, bis ich auf meine Umwelt gucke und sage, ach, noch besser würde mir das im Übrigen gelingen, wenn sich in meinem Umfeld dieses oder jenes ändern würde. Darum ist Dalton für mich so eine Eintrittskarte und so eine Mini-Demokratie-Übung. Denn ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, was wir in Schulen oft haben, dass Kinder eingeladen werden zum Mitmachen, aber eigentlich selber gar nicht den Eindruck haben, dass sie das können. Und wenn Kinder oder Heranwachsende, die Schülersprecher wissen schon, dass ich bis zum Abitur von Kindern rede, ist nicht ganz richtig. Also wenn Heranwachsende merken, dass sie tatsächlich Veränderung bewirken können, dann werden die auch immer mutiger. Und die Veränderungen werden immer größer. Und dann hoffen wir halt, dass wir, wenn wir die Schülerinnen und Schüler entlassen, sie eben auch so mutig gemacht haben, dass sie sich in ihrer Stadt, in ihrem Land auch einbringen. Das sollen wir ja tun, zu mündigen Bürgern erziehen. Dankeschön. Frau Seemann, wie ist das bei Ihnen? Die Kinder ermutigen und den Kindern das zutrauen, dass mir sehr vertraut aus dem Besuch bei Ihnen. Wie erleben Sie das im Alltag? Ja, also das, finde das ein total tolles Konzept mit dem Dalton. Bei uns ist es so, dass die Kinder eben auch ganz viel Freiräume haben, innerhalb ihrer Lerngruppe zu lernen. Wir haben sogenannte Lernbürozeiten und da lernen die Kinder in Deutsch, Mathe und Englisch anhand von Lernlandkarten. Das sind Landkarten, die sie in Klassenstufe 1 selber malen, die Lütten, die fangen damit an. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben für die Kinder ja heruntergebrochene Lernzielkarten. Also da sind schon die Schwerpunkte aus den Bildungsplänen, aber eben kindgerecht formuliert. Und jedes Kind bekommt so ein Zielpaket und arbeitet an den Lernzielen in seinem eigenen Tempo und mit den Materialien, die zur Verfügung gestellt werden. Es gibt alle 2 Wochen sogenannte Lernzielgespräche mit den Kindern, wo eben ganz klar geguckt wird, was hast du denn geschafft und was hat dir gut getan, was meinst du, was noch besser machen kannst, mit wem hast du zusammengearbeitet. Und dadurch lernen die Kinder natürlich auch eine ganze Menge über das Lernen und reflektieren ganz viel das Lernen. Und es ist eben auch wichtig, und das kann ich immer nur wieder sagen, diese Form, ja, weg vom Frontalen, das ist auch natürlich auch ein Stück weit wichtig, aber hin auch zu Kommunikation im Unterricht zwischen den Kindern. Also das merken wir eben, dass Kinder unglaublich viel durch andere Kinder auch lernen und deswegen auch jahrgangsübergreifendes Lernen. Heute habe ich hospitiert im Unterricht einer Jahrgangsgruppe, den Watotos, bei uns heißen sie denn ja auch anders als 1a, 1b, 1c. Und da habe ich im Lernbüro gesehen, dass eben auch ein relativ fitter Erstklässler mit einer Drittklässlerin, die Down-Syndrom hat und leichte kognitive Einschränkungen, zusammen die 100er-Tafel gemacht
gelegt hat. Und allein die Kommunikation, wie die Kinder sich darüber unterhalten haben und was für Lösungsstrategien sie gemeinsam entwickelt haben, um diese 100er-Tafel korrekt zu legen, das war, also das hätte ich mir stundenlang angucken können. Und ich glaube, nur so lernen Kinder ja auch. Und ich denke, so lernen sie eben auch demokratisch. Und das kann man gar nicht hoch genug hängen. Diese Freiheit, die Kinder eben auch haben sollen, zu wählen, das möchte ich jetzt machen und das kann ich jetzt machen und das traue ich mir auch zu. Wir haben natürlich auch, hatte ich ja schon erwähnt, die Kinderkonferenz. Und das ist regelmäßig so, dass die tagen, jede Woche, und dass dann Abgesandte auch zu uns, zur Schulleitung gehen und mitteilen, was sie besprochen haben, damit das in die Lehrerkonferenz gehen kann und die Lehrerinnen und Lehrer drüber reden. Und ich glaube, wenn Kinder merken, dass sie eben auch ernst genommen werden in dem, was sie tun und nicht nur vorgeschoben wird, ach, da gibt es ja den Klassenrat, da gibt es ja die Kinderkonferenz und die arbeiten dann irgendwie, aber naja, ja, dann lass sie mal arbeiten. Aber dadurch, dass sie eben auch was bewirken, zum Beispiel auch bei der Schulhofplanung, die wir jetzt gerade angegangen sind, viel beigetragen haben an Wünschen und auch an Möglichkeiten, das macht Kinder stark. Auch für die Demokratie natürlich. Ella und Karl, da würde ich jetzt gerne bei euch einmal einsetzen. Ihr habt also dieses, es macht Kinder stark, Jugendliche stark, selber Entscheidungen zu treffen. Das kam jetzt bei beiden ganz, ganz deutlich. Und auch dieses dann, den Schritt machen hinaus sozusagen aus dem Bereich Schule, und das betrifft mich jetzt selber, in andere Bereiche. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr das auch schon? Macht ihr sowas? Und macht ihr das innerhalb der Schule, außerhalb der Schule? Wo sind da die Verknüpfungen? Wie ist da sozusagen die Schule, der Breeding Ground, der Brutkasten für Demokratie? Also aus meiner persönlichen Ansicht denke ich, es hat sich einiges halt verbessert ins Positive. Ich konnte durch diese offene Struktur in Deutschland, diese Möglichkeit, dass ich mir selbst einen Plan machen musste und dann selbstständig Dinge machen musste, verschiedene Lebensgrundsätze erlernen. Zum Beispiel, dass ich ja überhaupt Schülersprecher geworden bin. Das hätte ich mir gar nicht zugetraut, hätte ich davor nicht mit fremden Leuten kommuniziert oder hätte mir zumindest versucht, verschiedene Seiten einzuholen. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass ich mit sehr vielen verschiedenen Menschen reden kann, auch aus verschiedenen Stufen und verschiedenen Hintergründen, durch dieses Deuten-Prinzip, was mir halt ermöglicht, auch komplett andere Lernweisen anzutrainieren, weil ich persönlich sehr, sehr viel, sehr viele Schwierigkeiten damit hatte, auch in den letzten Jahren, mir eine bestimmte Lernmöglichkeit, Atmosphäre, irgendwas anzueignen, wie ich das am besten kann. Und das kann ich immer noch nicht unbedingt direkt, aber sehr viele verschiedene Strukturen habe ich, die mir zumindest eine Grundlage bieten durch dieses Deuten-Konzept. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, halt alle zu fragen. Oder ich habe auch einfach diese Stärkung durch Deuten bekommen, dass ich zu anderen Leuten hingehen kann und mir gerne Hilfe holen kann. Dass ich halt dadurch, zumindest habe ich das Gefühl, dass es so sich ins Positive entwickelt hat für mich. Ja. Ella, bei dir, wie sieht das da aus? Ja, also ich finde auch, dass man sonst ja vielleicht nur so intern die Klasse kennt und so alle Namen aus der Klasse weiß. Aber vom Deuten-Prinzip her finde ich es total schön, dass man dann auch viele aus anderen Stufen kennenlernt und so mit denen kooperiert und auch offen nach Hilfe fragen kann. Und wenn ich jetzt, also ich kann ja aus allen Klassen, aus allen Stufen wäre ich zum Beispiel im Deuten-Baum, das möglich wäre. Und da kann man sich einfach super gegenseitig helfen und erfragen und sich auch gegenseitig kennenlernen. Und dass man so die ganze Schule quasi kennenlernt. Und das finde ich einfach total schön am Deuten-Prinzip, weil man einfach nicht nur die Klasse hier intern kennenlernt und sich so auch über die Klasse Hilfe suchen kann, sondern überall mehrere Möglichkeiten über die ganze Schule hat und sich so auch mehr Hilfe besorgen kann. Das finde ich sehr gut. Das Thema Hilfe besorgen, wenn es nötig ist, kam jetzt eben gerade auch im Chat. Wie sieht das aus? Und das gilt vielleicht, war jetzt, glaube ich, gerichtet eher an Deuten, aber ich glaube, Frau Seemann, das gilt für die Schule an der Burgweide ganz genauso. Bei Kindern, die besonders viel Struktur brauchen, wie ist das für die in so einem System? Was kriegen die an Unterstützung? Da könnt ihr vielleicht gleich auch nochmal was aus eurer Schülerperspektive zu sagen. Und ich muss mich jetzt einmal ganz kurz entschuldigen, damit wir nicht die nächste technische Panne haben. Ich schalte gleich mein Video aus und gehe mein Ladekabel holen.
Okay. Aber bitte einfach weiterreden und das schon mal sagen. Ich höre das. Gut, also ich kann ja mal kurz anfangen. Also offener Unterricht heißt ja nicht unstrukturierter Unterricht. Also es ist eine ganz, also ich sag mal, ich glaube, also ich bin nun schon sehr, sehr lange an der Schule und seitdem wir diesen offenen und auch jahrgangsübergreifenden Unterricht machen, ist unsere Schule strukturierter denn je, weil sonst würde es gar nicht anders gehen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben jedes Kind wirklich im Blick und gucken auf die Lernfortschritte jedes Kindes, und zwar sowohl im fachlichen als natürlich auch im emotionalen Bereich und im sozialen Bereich. Und das ermöglicht, glaube ich, gerade diese offene Struktur, dass die Lehrerinnen und Lehrer das können. Weil wenn du eben doch, also ich sage jetzt mal frontal, viel unterrichtest oder eben nicht individualisiert, dann hat man halt nur einen bestimmten Prozentsatz von Kindern im Blick und dann rutschen viel mehr durch. Natürlich, ich weiß, dass das auch eine gewisse personelle Unterfütterung erfordert, aber wir haben speziell, seit wir eben das jahrgangsübergreifende Lernen machen, wirklich auch weniger Gewaltvorfälle, weil die Kinder nicht mehr so sehr in Konkurrenz miteinander treten. Es ist was ganz anderes, wenn nur 6 oder 7 Sechsklässlerinnen und 6 oder 7 Viertklässlerinnen da sind und die vergleichen sich kaum oder ganz anders miteinander, als wenn wirklich diese homogenen, altershomogenen Klassen da sind und die Kinder ständig gucken, was hast du für eine Note, was hast du für eine Note. Das ist halt in unserem System überhaupt nicht so. Und ich glaube, das trägt auch ganz viel zur Zufriedenheit bei und auch ganz, ganz viel zum gewaltfreien Lernen und Leben in der Schule. Ja, das ist tatsächlich was ich auch von anderen Schulen gehört habe. Also zum Beispiel die in Bonn, die Ketteler-Schule, die berichtet, nachdem sie die Jahrgangsmischung 1 bis 4 eingeführt hatten, hatten sie keine oder fast keine Gewaltvorfälle mehr auf dem Schulhof. Nicht nur, weil die sich nicht miteinander vergleichen, sondern auch, weil da eine gewisse Verantwortung, ein gewisses Verantwortungsgefühl innerhalb der Klassen entsteht. Würdet ihr sagen, Ella und Karl, dass ihr das auch beobachtet, so vom Schulklima her, dass das was mit euch macht, dass man ja mit ganz anderen Leuten und viel mehr Kontakt hat? Und fühlt ihr euch, oder habt ihr auch, wenn ihr so drüber nachdenkt, habt ihr das Gefühl, alle kriegen die Unterstützung, die sie auch brauchen, auch an Struktur? Kannst du auch bringen. Also zum Thema Struktur finde ich das auch sehr wichtig, dass also wir machen das so in den Klassen von uns, dass wir am Ende einer Woche planen wir schon für die nächste Woche, was wir machen. Und die Klassenlehrer helfen insofern auch und beraten in dem Fall. Und das ist halt so auch ganz wichtig, glaube ich, dass man nicht einfach drauf losgeht, sondern dass wir das auch wirklich planen. Und dass es insofern mit Struktur hilft uns das, aber hilft uns das, glaube ich, auch sehr, dass wir schon wissen, zu welchem Lehrer wir gehen und dass es so eine gewisse Struktur hat, welches Fach wir machen und dass wir das schon vorher überlegen. Und ja, ich muss auch noch zum Schulklima dann noch hinzufügen, dass bei uns an der Schule ich zumindest nicht das Gefühl habe, dass sich alle so respektlos aneinander treten. Vor allem in der Mittel- und Oberstufe nicht. In der Unterstufe habe ich jetzt persönlich keine Ahnung, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in der Unterstufe gewesen, ungefähr. Aber ich sehe auf dem Schulhof jetzt auch nicht mehr, wie ich damals in der 5., 6., 7. Klasse war, wie ich mich damals immer gerangelt habe mit anderen Leuten. Das sehe ich heute nicht mehr so regelmäßig. Oder das könnte auch vielleicht daran liegen, dass ich glaube, also dass ich nicht so viele Freunde aus der 5. Klasse habe, vielleicht. Aber in unserer SV kommt nicht mehr, also kommt jetzt zum Beispiel ein Problem mit zum Beispiel irgendwie Fußballplätzen oder Ähnlichem, was sehr schnell gelöst werden kann, da die sehr kooperativ miteinander umgehen. Und ich sehe zumindest 5. bis 7. Klässler immer miteinander reden, in Dalton zum Beispiel, und einfach sich miteinander austauschen, auch wenn sie zum Beispiel gerade keine Aufgaben unbedingt machen. Sie haben irgendwo ein Interesse daran herauszufinden, du magst Fußball, ich mag Fußball, wir können auch mal zusammen spielen, wir können das ein bisschen kooperativer machen mit unseren Klassen, dass wir uns mal nicht streiten. Und ich sehe, dass das vor allem auf den Respekt eine sehr positive Auswirkung hat, weil ich damals sehr, 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 sage ich mal, das Gefühl hatte, als ich noch in der Unterstufe war, dass halt die Oberstufe immer ein bisschen auf uns herabgeguckt hat. Dieses Gefühl habe ich nicht. Und vor allem jetzt, wo ich in der Oberstufe bin, achte ich natürlich auch ein bisschen mehr darauf, dass ich
halt auch mehr mit Respekt auf die Jüngeren, vor allem gegenüber denen entgegentrete. Ich würde sagen, dass vor allem Dalton, aber auch so wie jetzt dieses Konzept, dass alle Stufen miteinander irgendwo was machen, dass das dazu führt, dass sie untereinander ein bisschen mehr abklären. Und natürlich kommt es immer zu Streitigkeiten, das ist keine Frage, aber sie respektieren sich mehr und sie klären mehr miteinander ab, denke ich mal. Also das klingt mir auch so, als ob sowohl durch die Jahrgangsmischung jetzt an der Schule in der Burgweide als auch durch Dalton eben einfach das nicht passiert, was sonst ganz leicht passiert, nämlich dass sich so Gruppen bilden, ne, die siebte oder die diese und jene Stufe oder so, die dann sich gegen andere statt mit anderen irgendwie identifizieren. Das finde ich ganz, ganz spannend und das ist ja auch was tatsächlich so ein urdemokratischer Gedanke ist. Ne? Wie kann ich eigentlich eben mit diesen, also wie kann ich einfach lernen, dass die anderen eben auch nur Menschen sind mit unterschiedlichen Eigenschaften und denen so begegnen. Frau Seemann, Sie hatten jetzt vorhin so am Rande mal erwähnt, das kostet natürlich etwas Ressourcen. Jetzt kam hier im Chat einmal die Frage nach der Größe der Lerngruppen und der Pädagogen. Mögen Sie dazu jeweils einmal was sagen? Das wird ja ganz gerne immer mal wieder als Argument, warum es so schwierig ist. Ja, also wir haben bei unseren Kleinen, also 1 bis 3, haben wir durchweg 20 Kinder im Moment in den Lerngruppen. Und ja, es kommt ja auch oft drauf an. Also wir haben schon einige Stellen jetzt gerade im Unterhang auch. Überall herrscht ja Lehrerinnenmangel, das ist ja nun mal so. Aber wir haben im Prinzip 2 bis 3 Pädagoginnen immer im Unterricht drin. Wir haben allerdings auch Kinder, also wir haben 3 bis 4 Kinder mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder Autismus in den Lerngruppen. Und eben auch noch viele Kinder mit dem sogenannten LSE-Förderschwerpunkt. Bei den Großen haben wir 23 in den Lerngruppen und ungefähr eine ähnliche Besetzung. Also es ist auch, glaube ich, tatsächlich, also man kann nicht immer sagen, es liegt immer alles nur an den Ressourcen, aber trotzdem ist es natürlich alles viel, viel besser durchführbar, wenn man die Ressourcen hat. Und es ist aber natürlich auch so, man kann auch Lehrerinnen und Lehrer wirklich begeistern, an Schwerpunktschulen zu arbeiten, weil es ist einfach eine tolle Arbeit. Also die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in multiprofessionellen Teams und zwar richtig auch. Also jede Woche ist Teamsitzung, es wird sich jede Woche besprochen. Man lernt die Kinder im jahrgangsübergreifenden Lernen und eben auch natürlich in solchen Sachen wie Klassenrat, Kinderkonferenz ganz anders kennen. Also es ist einfach, also man lernt auch als Lehrkraft unglaublich viel in einer Inklusion. Das ist, also wir sind da auch wirklich, also man sagt bei uns auch immer der Burgweide-Spirit und das ist auch so. Und das ist aber auch bei vielen anderen Schulen, die wirklich inklusiv arbeiten, genauso. Ja, das kann ich nur bestätigen, dass bei vielen, also allen Schulen, die mir so begegnet sind im Jakob-Hut-Preis. Anna und Karl, an euch gab es jetzt noch ganz viele Fragen. Jana hat die mal gesammelt. Ich versuche, sie ein bisschen zusammenzufassen, in der Hoffnung, dass man sie dann ganz gut beantworten kann. Die erste Frage dreht sich noch so ein bisschen um den Themenbereich Inklusion, nämlich die Frage, welchen Mehrwert ihr feststellt, dadurch, dass ihr auch Unterricht habt mit SchülerInnen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung. Vielleicht könnt ihr da so 2, 3 Stichworte nennen. Ich denke, es ist einfach zumindest insofern Perspektive oder ich sehe zumindest, ich habe eine Selbstreflexion, weil ich sehe so viele Dinge in meinem Alltag, zum Beispiel wenn ich mit jemandem rede, der irgendwie zum Beispiel einfach Beeinträchtigung hat, wie zum Beispiel weniger, also wenn ich nicht so gut sehen kann oder auch gar nicht, vielleicht auch einfach Gehbehinderung hat, dass das insofern für mich persönlich einfach so eine Reflexion darstellt. Also ich kann mit der Person reden und tausche mich mit der Person aus und dann sehe ich Perspektiven. Eine Treppe für mich ist eine Treppe, aber eine Person, die nicht so gut laufen kann, für die ist das eine Hürde. Und dann sehe ich, dann kann ich mich mit dieser Person austauschen und dann sehe ich halt eine Perspektive, die ich als Person, die natürlich laufen kann, nicht so normal habe. Und das ermöglicht mir halt auch im Thema Demokratie dann nochmal, einfach
nochmal zu reflektieren, es gibt ja Menschen in Deutschland, die bestimmte Beeinträchtigungen haben. Vielen Dank. Das war's, ja. Und dann kam so ein bisschen die Frage auf, ob ihr euch denn auch langweilen dürft, wenn mit Leuten ja doch viel entschieden werden kann und darf, ob dann auch noch Zeit für Langeweile bleibt. Frau Kreuzer hat das schon mal ein bisschen beantwortet. Seht ihr das ähnlich? Ich gucke mir das nochmal kurz an. Sie schrieb, also aus meiner Beobachtung sage ich darauf klar, ja, man darf in Deuten auch entscheiden, dass man jetzt gerade für eine Zeit lang nichts tut. Ja, also das kommt natürlich auch so ein bisschen in Deuten auf das Arbeitstempo an, wie lange man braucht, um eine Aufgabe oder um alle Aufgaben bis zu dem angegebenen Datum zu bearbeiten. Da ist auch so Zeit, ich glaube, es gibt Zeiteinteilungen, für welches Fach man wie lange brauchen darf. Aber ja, ich sehe das auch so, dass man schon auch mal ein paar Minuten in Deuten hat, um sich kurz auszuruhen und dann vielleicht zu überlegen, welche Aufgaben man als nächstes macht. Und ja. Ich denke halt auch, dass ich manchmal eine gesamte oder eine halbe Deutenstunde einfach nichts mache und rumsitze oder mit Leuten rede. Und das ist halt nicht im negativen Sinne, sondern es gibt Deutenstunden, wo man zumindest in der Mittelstufe, jetzt bin ich an der Oberstufe, da muss ich ein bisschen mehr machen. Und ich suche ja bereits nach Perspektiven für meine Zukunft. Aber in der Mittelstufe hatte ich manchmal eine Deutenstunde, wo ich nicht wirklich was vorhatte. Und dann habe ich mich über neue Themen interessiert oder ich habe halt geguckt, was könnte mich noch interessieren. Da habe ich zum Beispiel meine Liebe für Geografie herausgefunden. Und deswegen konnte ich dann in der Oberstufe feststellen, was ich wählen wollte. Weil ich das Gefühl habe, dass man zumindest in der Unter- und Mittelstufe, wo halt Deuten eher so eine Sache ist, vor allem die Sozialisierung im Mittelpunkt steht und dann auch die Inklusion dadurch, dass halt dabei, ja, wie soll ich sagen, dass das so diese Langeweile, die man hat, auch ein bisschen gewollt ist, denke ich mal, dass es immer so bestimmte Stunden gibt, du musst jetzt eine Stunde lang Deutsch machen, eine Stunde lang Englisch, insgesamt in bestimmten Deutschstunden. Das kann man natürlich aufteilen, eine halbe Stunde Englisch, eine halbe Stunde Deutsch und dann in der nächsten Deutschstunde wieder andersrum. Aber dass das insofern dann eine Möglichkeit bietet, wenn man mal nichts macht, dass dieser Zeitraum auch gegeben wird. Oh, Sie haben jetzt mal einfach eine halbe Stunde, Sie müssen jetzt nicht unbedingt was machen. Und man kann das natürlich auch immer nachholen. Und wenn man etwas nicht verstanden hat, dann geht man natürlich zu anderen Mitschülern oder Mitschülerinnen oder Lehrkräften und kann dort das dann einfach sogar schneller nachholen oder besser nachholen. Und manche arbeiten schneller und dann können diese halt denjenigen, die halt langsamer arbeiten, helfen. Und so entsteht natürlicherweise eine Langeweile für manche Schüler. Oder halt die Deutenaufgaben sind ja eigentlich oft für die Deutenstunden geplant. Und wenn man mit denen schon fertig ist, ist halt bei uns an der Schule halt irgendwie so, dass man die Vokabeln für die Fremdsprachenfächer, wie zum Beispiel Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, die sollte man ja eigentlich zu Hause lernen. Aber falls man dann noch Zeit hat und einem langweilig ist und man weiter lernen möchte, dann kann man natürlich auch immer Vokabeln lernen, was einem die Lehrer auch oft sagen, dann so als Sternchenaufgabe. Oder falls auch noch übrig bleibt, kann man natürlich auch immer wieder anderen helfen, die im Deutenraum irgendwelche Probleme haben und wie gesagt, immer wieder was erklären, falls man noch Zeit hat oder falls Fragen aufkommen und ja. Ich glaube, Sabine, bitte. Eine Ergänzung, es gibt tatsächlich, der Karl hat das genau, uns dabei genau erwischt, in der Unter- und Mittelstufe gibt es vorgesehene Zeit für Langeweile dadurch, dass wir runden müssen. Ne? In der Oberstufe gibt es punktgenau, kommt es aus mit der Arbeitszeit. In der Unter- und Mittelstufe ist das ein bisschen flockiger und ich glaube, gerade diese Seitengespräche sind einer der größten Gewinne von Deuten, darüber, was in der Zeitung stand, darüber, was zu Hause passiert ist, darüber, was einen gerade umtreibt, auch mit Blick auf das Klima. Also Langeweile ist, ich will jetzt nicht sagen erwünscht, aber auf jeden Fall fest mit eingeplant. Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, der Unterschied zu der Langeweile, die man sonst manchmal in Schule hat, ist, dass sie in Deuten eher selbst gewählt ist. Man kann sozusagen sich entscheiden, sich zu langweilen. Und das ist natürlich nochmal wieder was ganz anderes. Und die Langeweile geht in Gespräche. Und das ist immer ein Gewinn, wenn man über Demokratie auch nachdenkt.
Ja. Es war jetzt hier im Chat die Frage, ob es, wie es denn aussieht mit Forschung dazu. Das ist jetzt ja natürlich anecdotal evidence. Und gleich kam auch eine Antwort und jemand hat einen Artikel zu einer Meta-Analyse geschickt. Wie sehen Sie das? Was würden Sie sich wünschen jetzt für Ihre Schulen, wo es mal schön wäre, eine Begleitforschung zu haben, mit der man vielleicht doch Dinge mehr als nur anekdotisch nachweisen kann? Und dann, ich weiß gar nicht, in Hamburg gibt es das vielleicht auch. Die sind ja eigentlich immer ganz gut. Nein, im Moment nicht. Okay, schade. Was würden Sie sich da vorstellen? Ein Forschungsvorhaben? Mhm. Ja, gerne auch zu dem Thema, was wir da jetzt haben mit Inklusion und Demokratie. Mhm. Also ich habe das letzte, Karl, Sie erinnern sich, haben wir kurz darüber gesprochen, wie weit sind wir eigentlich mit Demokratie und Inklusion? Und ich finde immer noch, dass wir noch nicht auf dem Gipfel sind, denn unsere Gremien zum Beispiel, unsere Schulkonferenz ist nicht so divers, wie sie sein könnte, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich fände es richtig gut, eine wissenschaftliche Unterstützung, sage ich eher, als eine Forschung dabei zu haben, wie man diese Hürde nimmt. Also ganz konkret sehe ich zum Beispiel unsere bunte Schülerschaft in einer weißen Schulkonferenz, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ und möchte keinem auf die Füße treten, nicht so ganz vertreten. Wie kann man da mit umgehen? Das wäre für mich ganz wichtig. Also zum Beispiel eine Elternbefragung, was hält sie ab, was motiviert sie, die von jemand anderem kommt als Schule? Weil da sehe ich für uns ein Handlungsfeld, unsere Gremien, also die SV nennt das, wir müssen da diverser werden. Aber das, glaube ich, ist tatsächlich der Punkt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eine externe Institution wirklich so in der Sachstandsfeststellung unheimlich viel leisten könnte. Ich glaube... Also ich glaube, unsere Schulen sind da schon sehr ähnlich. Also wir sind nämlich auch gerade in so ein bisschen Gentrifizierungsprozess, da in Wilhelmsburg bei uns im Stadtteil sehr viel neu gebaut wird und auch sehr viel für die Stadtentwicklung getan wird. Und viele, viele Menschen dorthin ziehen, die eigentlich normalerweise in Hamburg in anderen Stadtteilen zu finden waren. Und die suchen auch unsere Schule sehr offensiv auf, weil sie eben gerne für ihr Kind moderne und inklusive Schule haben wollen. Nur das Problem ist, dass eben vielfach andere Eltern aus den Gremien jetzt verdrängt werden von diesen Eltern. So. Und das ist eben auch bei uns in der Tat auch wirklich großes Problem im Moment, dass wir auch schon pädagogische Jahreskonferenzen zu dem Thema auch gehabt haben. Wie gehen wir überhaupt damit um, wenn Eltern jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sich vordrängeln, weil das ist ja eigentlich auch Quatsch, das tun sie auch nicht, sondern sie gehen in die Gremien rein und die anderen Eltern werden ängstlich, weil sie auf einmal diese Eltern vor sich haben und gehen raus. So, und genau deswegen finde ich das ganz toll, was Frau Kreuzer da eben gesagt hat, und es trifft für uns genauso. Also in dem Sinne auch eine Elternbefragung oder eine Untersuchung und Unterstützung zu haben, wie kann man eben in Gremien auch divers sein, so. Das wäre bei uns genau das. Wie nehmt ihr das wahr aus Schülersicht? Ich würde sagen, also als Schülersprecher, wir sind ja auch zwei Schülersprecher, eine Schülersprecherin, ein Schülersprecher. Und wir haben das immer so, also zumindest ich kann ja gleich deine Meinung einholen, aber wir in letzter Zeit arbeiten wir in der Schülervertretung selbst natürlich auch immer mehr an der dass wir halt einfach diverser werden. Was uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir manchmal einfach denken, dass nicht alle repräsentiert werden, weil zum Beispiel die Schülerschaft oder vor allem die Schülerschaft sehr, sehr divers ist, und das ist einfach ein Fakt. Und das ist, Demokratie ist nicht Demokratie, wenn sie von Weiße für Weiße jetzt als Beispiel gemacht wird, sondern wenn zumindest in einer repräsentativen Demokratie,
die wirklich repräsentiert werden, die in der Schülerschaft sind. Natürlich kann man das jetzt zum Beispiel in Schulkonferenzen oder Schülerräten und Ähnlichem nicht unbedingt so gut machen, weil nicht jeder und jede kann in diesen Räten sein. Das wäre viel zu komplex und viel zu groß und viel zu verwirrend. Allerdings sitzen wir damit daran, dass wir zum Beispiel jetzt die Aufgabe des Klassensprechers verbessern insofern oder zumindest zu einer wichtigeren Aufgabe machen. Da zuvor viele dachten, der Klassensprecher sei derjenige, der oder diejenige, die am beliebtesten sind und ist. Und das ist halt nicht wirklich, dass das ermöglicht uns als SV nicht die Arbeit, die wir gerne oder die professionelle Arbeit, die wir uns gerne erhoffen würden, da jetzt nur die Leute sind, die jetzt nicht, weil sie zum Beispiel debattierfreundlich sind oder weil sie gerne ein bisschen mehr mit Politik und Ähnlichem arbeiten wollen oder sich auch mal gerne mit der Schulleitung anlegen wollen, sondern es sind diejenigen, die dort sitzen, die einfach nur wegen Beliebtheit dort sind und wahrscheinlich die ganze Zeit in ihrem Handy sitzen oder irgendwas hinter dem Tisch machen, wenn wir wichtige Sachen besprechen, die uns natürlich auch sehr wichtig sind. Und wir denken uns, dass wenn wir sowas machen wie das Klassensprecher in Räten sehr viel mehr Anwesenheit zeigen, aber auch gleichzeitig, dass es sehr wichtig ist, dass sie ihre Informationen beschaffen, dass sie regelmäßig oder jeden Monat müssen zum Beispiel, jeden Monat kommt mindestens jeder Klassensprecher oder jede Klassensprecherin zu uns in die SV-Stunden oder SV-Sitzung, wo wir halt ermöglichen, dass diese sich Informationen holen, weil Informationen sind ein sehr wichtiger Teil von Demokratie. Und so denken wir zumindest, dass wir nach und nach die Aufgabe des Klassensprechers ein bisschen, zumindest ein bisschen professioneller in Anführungsstrichen gestalten, dass wir so ermöglichen, dass wirklich diejenigen drankommen, die sich nicht nur interessieren, sondern auch einfach mehr wissen oder mehr verstehen wollen. Und das, da denken wir, dass es dann auch ein bisschen mehr zu etwas Diverserem führt, weil wenn jetzt immer nur die Beliebtesten gewählt werden als Klassensprechende, dann wird das dazu führen, dass wahrscheinlich eher Diskriminierung Vorrang hat und die beliebteren, also die reicheren Leute oder eben diejenigen, die nicht aus sozial schwächeren Familien kommen, halt gewählt werden. Und das wird halt hoffentlich dadurch verringert in den nächsten Jahren, wenn wir halt diese Aufgabe ein bisschen versuchen, zumindest professioneller zu gestalten, ja. Danke, das fand ich jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich fast am Ende des Panels angekommen, dass Demokratie ja was sehr anderes ist als die Mehrheitsmeinung oder die Meinung derjenigen oder nicht nur Meinung, sondern die Präferenzen derjenigen, die irgendwie eben zum Beispiel reicher sind oder weißer sind oder nicht behinderter sind oder was auch immer. Das finde ich sehr, sehr gut, dass ihr da einen Blick drauf habt. Vielleicht jetzt von allen nochmal so einen Satz zum Abschluss. Um jetzt dieses Thema Demokratie und Inklusion stärker in Schule insgesamt zu tragen, was wäre denn so die eine Sache, die ihr gerne hineintragen wollen würdet oder weitergeben wollen würdet an andere Schulen? Frau Seemann, mögen Sie anfangen? Sie sind noch auf Stumm. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass eben Inklusion einfach nur, also es funktioniert einfach nur, wenn Menschen, die Sorge haben, zum Beispiel, dass ihre Kinder dann nicht mehr aufs Gymnasium kommen oder aber auch Lehrkräfte, die Angst haben, dass sie mal ein Kind wickeln müssen, wenn sie wirklich in Schulen gucken, wo das gut funktionieren kann, und zwar in allen Professionen. Das ist eben so, dass eine Grundschullehrerin auch mal ein Kind wickeln muss. Ist bei uns in der Inklusion nun mal so. Aber es wird ja oft auch die Inklusion aufgestülpt. Auch bei uns in Hamburg ist es tatsächlich so, dass man nicht sagen kann, oder dass die Behördenleitung auch sagt, ihr werdet jetzt Schwerpunktschule, ohne dass es aus den Gremien kommt. Das ist nun mal tatsächlich so, weil auch bestimmte Gebiete mit sogenannten Schwerpunktschulen versorgt werden müssen. Es ist aber so, dass diesen Menschen, die dann da arbeiten, auch eine gewisse, es muss ja eine gewisse Haltung da sein. Das, ja. Und die lernt man aber nicht dadurch, dass man die x-te Fortbildung macht, sondern dadurch, dass man andere Schulen besucht, wo es funktioniert. Und ich glaube einfach, wenn man sieht, dass Inklusion gut laufen kann und gut läuft, wenn man die Begeisterung dafür weckt, dann würden auch viel mehr Schulen sich auf den Weg machen, das zu tun. Weil man sieht eigentlich immer nur die Hürden, man sieht aber gar nicht das Schöne.
Und das möchte ich eigentlich wirklich transportieren. Also noch mehr gute Beispiele. Ja. Publik machen. Marie-Karle, Sabine. Ich hätte was Banales. Also ich glaube, was man, Entschuldigung, weitergeben müsste, ist, wenn man zulässt, dass Schüler Unterricht gestalten, dann greift das um sich. Und das ist dann sowohl demokratisch als auch inklusiv. Also wenn sie ein Mitspracherecht im Unterricht haben und in der Gestaltung ihres Arbeitstages, dann kommt ganz viel nach. Sie entscheiden nämlich dann ganz viele andere Dinge. Super. Und jetzt das allerletzte Schlusswort noch einmal an die SchülersprecherInnen. Ja, zusammenfassend würde ich aus meiner persönlichen Perspektive sagen, dass es immer wichtig ist, in einer Demokratie vor allem oder auch darauf basierend, dass Demokratie eine Sache ist, dass sie ist da und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und Inklusion ist ein wichtiger Teil dafür, dass Demokratie eben im Mittelpunkt oder zumindest erhalten bleibt. Und das ist so eine Sache, die häufig wegfällt, denke ich, dass Schule heutzutage auch schon seit längerer Zeit sehr, sehr veraltet natürlich ist. Und auch obwohl ich meine oder diese Schule hier sehr, sehr, also ich zu schätzen weiß, dadurch, dass, was sie für Inklusion tut, unter anderem mit dem deutschen Programm und Ähnlichem, habe ich das natürlich immer das Gefühl, dass es irgendwo immer Probleme gibt. Und solange man aufgibt, sich für Inklusion einzusetzen, dann gibt man auch quasi einen Teil seiner Freiheit weg oder der Freiheit aller Menschen in diesem Land. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, deswegen aus verschiedenen Ebenen, natürlich jetzt auch außerhalb von Deuten, in der Ebene der Digitalisierung, aber natürlich auch von den verschiedenen Sozialisierungsprozessen, dass wir uns zukunftsgerichtet zumindest nicht nur optimistisch, sondern wirklich, wirklich die Wichtigkeit von Inklusion in einer Demokratie anprangern, ja. Dankeschön. Okay, das war's. Ja, das war von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank allen Panelisten. Wir sind jetzt gerade eine Minute überzogen. Wir gehen alle zurück in das andere Panel. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, Sie im Publikum haben ganz viel mitgenommen. Wir haben ja beide Schulen hier ausgesucht, weil wir wissen, wie gut sie sind und wie tolle Arbeit sie machen. Und insofern gucken Sie da weiter, gehen Sie dahin, lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie das mit, wie man Inklusion und Demokratie tatsächlich so als zwei Seiten derselben Medaille umsetzen kann. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.